Urlaub in den Alpen macht, begibt sich natürlich auf zahlreichen Wegen und Pfaden auf Wanderschaft. Die Einkehr auf eine Alpe darf da nicht fehlen. Doch um dorthin zu kommen, führt der Weg oftmals durch das Wohnzimmer der Sommerfrischler, welche rund 90 Tage die Sommerung auf knapp 700 Alpen im Allgäu verbringen. Manche sind etwas ignorant, andere wiederum etwas neugierig oder gar verärgert über das aufdringliche Verhalten der Paparazzi, deren Urlaub nur mit einer gemeinsam abgelichteten Kuh als gelungen zählt. Das hat Konfliktpotenzial und führte in jüngster Zeit immer wieder zu tödlichen Zwischenfällen. Die Ursache liegt hierbei vor allem in der Unkenntnis der zweibeinigen Gäste, aber auch etwas im Management der Beweidung in Bereichen, welche durch Wanderwege gekreuzt werden. Im Allgäu besteht hier eine geringere Gefahr, da hier keine Alpe eine Mutterkuhherde führt. Dennoch hier ein paar Benimmregeln für die Begegnungen der Mundenart, ob für die Wanderung auf Allgäuer Flur oder für den Kurztrip ins benachbarte Vorarlbergische Walsertal oder nach Tirol. Unterstützt wurden wir beim Dreh auf der Haslacher Alpe vom Hundecoach Wolfgang Siebel mit seinem Team. Ist die Weide eingezäunt und der Weg führt sie nicht darüber, bleiben Sie auf Ihrer Seite, denn auch von dort gelingen Ihnen schöne Fotos vom wunderschönen Allgäuer Braunvieh. Treffen Sie auf ein Tor an der Weide, öffnen Sie dies und schließen Sie es nach dem Durchgang wieder sorgfältig, denn kein Alphirte wird Sie für ein Verdienstkreuz vorschlagen, wenn er die Herde wieder mühsam einfangen darf. Bleiben Sie auf dem Weg, gehen Sie nicht näher als nötig an die Kühe heran. Mischen Sie sich nicht als neues Herdenmitglied mitten rein, denn die Kühe wollen ihre Ruhe. Sollten die Kühe einmal hinter Ihnen hertrotten, so tun sie das oft aus reiner Neugierde, denn es handelt sich um Jungvieh. Steht die Herde dann noch einmal mitten auf dem Weg, umgehen Sie diese in gebührendem Abstand. 20 bis 50 Meter dürfen es schon sein. Sollte das auch nicht möglich sein, gehen Sie ruhig vorbei. Unterlassen Sie hektische, die Tiere aufschreckende Bewegungen oder fuchteln gar mit irgendwelchen Gegenständen umher. Treffen Sie doch einmal auf eine Mutterkuh mit ihrem Kalb, müssen Sie wissen, dass die Mutterkuh ihr Kind ebenfalls beschützen wird, wie jede Menschenmutter auch. Den Menschen wird die Mutterkuh in jedem Fall als potenziellen Feind betrachten. Auch wenn das Kälbchen noch so süß ist, verschieben Sie das Streicheln bis zu einem Besuch auf einem Bauernhof, wo Sie dies gefahrlos im Beisein des Landwirtes tun können. Jetzt wird es besonders wichtig. Sind Sie mit einem Hund unterwegs, nehmen Sie diesen an die Leine. Dies tun Sie besser ohnehin schon, da bei einem Hund durch ein gesichtetes Reh durchaus der Jagdtrieb hervortreten kann. Halten Sie ihn ruhig, denn auch wenn der Hund angeleint ist, bedeutet er für die Mutterkuh eine Gefahr für ihr Kalb. Und da kann diese durchaus den Angriff als Abwendung der Gefahr sehen. Und dann ist es wichtig für Sie und Ihren Hund. Denn dann und nur dann lassen Sie Ihren Hund von der Leine. Da er schnell genug ist, wird er es schaffen, sich in Sicherheit zu bringen. Stellen Sie sich keinesfalls schützend vor Ihren Hund. Sie selbst fangen bitte nicht das Rennen an. Entfernen Sie sich ruhig und behalten Sie die Kuh im Blick. Kehren Sie der Kuh nicht den Rücken zu. Im absoluten Notfall, wenn die Kuh nervös wird oder angreift, machen Sie sich groß oder schlagen der Kuh mit einem Stock auf die Nase. Dies sollte natürlich in einer Weise geschehen, dass die Kuh dabei nicht ernsthaft verletzt wird. Dies ist auch nicht nötig, da ihre Nase sehr empfindlich ist. Also bei uns im Allgäu ist es nicht so gefährlich, weil wir haben da keine Mutterkuhhaltung. Man kann da ruhig durchgehen durch die Herde. Das macht nichts, man darf bloß keine Angst zeigen. Und die da mal anfuchteln und recht schreien, dann werden sie nervös und laufen nach und sind neugierig halt. Gell? Kühe sind friedliche Haustiere, die dennoch instinktiv handeln. Wir haben es zwar nicht geschafft, diese gemütliche Kuh zu provozieren, doch gibt es auch bei den Kühen verschiedene Gemüter. Denken Sie darüber nach, ob Sie täglich unzählige Male in Ihrem Garten von vorbeikommenden Passanten als Erinnerungsstück abgelichtet werden möchten. Beachtet man die Regeln, steht einem schönen, erholsamen Urlaub in den Bergen auch keine kopfschüttelnde oder schnaubende Kuh im Wege.